Ik zal zonder problemen mijn aardse omhulsel verlaten, zodra ik geroepen word door degene die onze meester is. Maar in de tussentijd zal ik niet aflaten te werken. Zolang ik leef, zal ik aan mijn geschriften blijven schaven. Ik heb zoveel geschreven, en zelfs nu schrijf ik nog zoveel, dat twee wagens nauwelijks voldoende zullen zijn voor de lading. Nog mijn ouderdom, nog mijn slechte gezondheid kan mij tot een leven van niets doen dwingen. Een leven zonder boeken is geen leven. Ik heb immer bewundert dat Erasmus een zo goede titelfinder was. Er hat immer sehr gut, und als Verleger weiß ich das sehr zu schätzen. Denn er hat immer sehr gute Titel gehabt und wir wissen ja heute, dass über das Wohl und Wehe eines Titels sich das Schicksal eines Buches entscheidet. Onze motivatie om Erasmus uit te gaan geven op zo'n grote schaal. Ja, want het uitgeven van Lof der Zotheid had iedereen kunnen doen. En dat doet ook iedereen, moet ik eerlijk zeggen op dit moment. Is eigenlijk niet een bepaalde aanleiding geweest. Het is meer een soort schrikreactie toen we merkten, kijkend naar wat er in het verleden aan Erasmus staan, hoe langer dus de belangrijkste werken van Erasmus niet meer beschikbaar zijn geweest. Nou, wij pretenderen dat wij de klassiekers uit de wereldliteratuur in het fonds houden en zorgen dat die voor een groot publiek toegankelijk worden. En dan zouden we onze eigen grootste auteur, alleen maar omdat hij in het Latijn heeft geschreven, dus verwaarlozen. Die is er in Nederland niet te krijgen. Ik denk dat in het buitenland misschien Anne Frank, misschien zelfs de Happy Hooker de bekendste auteur zijn, maar daarna is het meteen Erasmus. Die hebben een verzameld werk in Duitsland, er is een prachtig verzameld werk in Canada en niet in Nederland. The current series is expected to be 89 volumes. About 50% of them are published now. It's by far the largest and most important series published by University of Toronto Press, both in the number of volumes that are being published and in the prestige that it brings to our publishing company and its importance to scholarship throughout the world. There are 200 people involved over time in the collected works project, some of them as translators, annotators, authors, and they're all volunteers. They're not paid to edit the works of Erasmus. They're senior scholars who've become part of this large, important project. They do it as a labor of love. They spend a great deal of time on it. Wir haben keine genauen Notizen darüber, ob Erasmus hier gewesen ist. Allerdings ist er oft in Deutschland gereist. Es gibt sehr schöne Beschreibungen seiner Übernachtungen in den deutschen Gasthöfen. Auf jeden Fall ist ein Brief bekannt, wo er sich beklagt, dass er vor der Frankfurter Buchmesse keine Zeit hat, weil er für seinen Drucker Froben in Basel die Bücher fertig machen musste und der mit 6 Buchpressen pausenlos Tag und Nacht gedruckt hat, um die Bücher für die Frankfurter Buchmesse fertig zu bringen. Basel, 12 februari 1522. Ik ben hier gekomen om het drukken van de resultaten van mijn nachtelijke arbeid te begeleiden.
en meteen heeft de stank van de kachels me ernstig ziek gemaakt. Het is dezelfde soort kwaal waar ik de laatste keer aan leed toen ik hier was. Basel war damals im Buchdruck führend und Erasmus, der schrieb ja ständig wie ein Journalist und der war darauf angewiesen, möglichst bald seine Skripta in die Presse geben zu können und das war hier in Basel besonders bei Johannes Froben sehr leicht möglich. Es waren sehr günstige Voraussetzungen für ihn. Dann kommt dazu, dass hier offenbar schon vor der Reformation ein verhältnismäßig freier Geist herrschte, weil Basel nicht die Stadt eines Fürsten war und sich vom Bischof, der ursprünglich Stadtherr war, damals befreit hatte. Wir verfügen in Basel leider über sehr wenige Erasmus-Manuskripte. Eine große Ausnahme sind die Scholien zur Hieronymus-Ausgabe. Das erste Beispiel, da sehen Sie, wie er zunächst einfach Gedanken sammelt unter bestimmten Überschriften. Hier hat er einiges notiert und dann, als er weiterarbeitete, als erledigt, durchgestrichen. Dann kommt eine weitere Stufe, da arbeitet er mit einem Amanuensis zusammen, also mit einem Mitarbeiter, der Latein, womöglich auch Griechisch kann. Und da sehen Sie nun, wie der Amanuensis einen bereits konzipierten Text ins Reine schreibt. Und dann geht dieser Text wieder an Erasmus und er macht hier seine Ergänzungen. Hier hat er ein Stück rausgeschnitten, wobei zu sagen ist, dass Erasmus sehr ungern Sachen, die er einmal geschrieben bzw. gedruckt hatte, wieder zurückzunehmen. Herr Dill hat festgestellt, dass er dann lieber einen Kommentar zu seiner eigenen, allenfalls falschen Aussage macht, als dass er diese Aussage streicht. Hier nun die Zeigehand mit dem Strich und dem Punkt oder der Null, die wir dann hinten in diesem Konvolut wiederfinden. Hier, das ist der Nachtrag, der hier eingefügt werden muss. Dann sind hier zwei Profilköpfe zu sehen, sehr schwungvoll und wirklich gekonnt gezeichnet, mit ganz wenigen Strichen, ein mürrisches Gesicht. Werkelijk van boeken houden niet degene die ze onberoerd in de kast laten staan, maar degene die ze dag en nacht in de handen hebben, waardoor ze vuil worden. Degene die er ezelsoren in maken en ze volschrijven met opmerkingen. Pour moi, aller à Erasme, c'est
absolument essentiel parce que c'est fondateur et que c'est donc un texte plus fort que les textes qui sont venus après. Lire l'original, c'est vraiment voir un être humain en train de découvrir quelque chose. Et ça, c'est une force inégalée. Pour l'instant, je peux vous montrer par exemple deux de ces ouvrages qui ont été imprimés ici à Bâle, pas dans cette maison-ci, mais à tout près d'ici. Il s'agit de Libero Arbitrio, qui a déclenché en fait une controverse entre Luther et Erasme. Luther a répondu par des cerveaux arbitrio. Exactement. Et après, il y a les Hyperaspites, qui est justement la réponse à Luther. La réponse à la réponse, oui. Exactement. Oui. Il y a des passages soulignants. Ça arrive très souvent, justement, parce que c'était des ouvrages lus et relus. Oui. Il a été un des premiers à avoir osé dire que la doctrine était moins importante que le bien qu'on faisait ou qu'on vivait en soi. Comme dans la Bible, il y a des textes qui sont apparemment intolérants, Erasme a été un des premiers qui se soit dit « il faut » trouver une interprétation de ces textes qui soit conforme à la tolérance et à la bonté. Il partait de l'idée, Dieu ne peut pas être méchant, ne peut pas être dur et intolérant. Donc s'il y a une phrase qui semble dire qu'il est intolérant, on va, non pas tricher avec cette phrase, mais on va trouver l'interprétation vraie qui est allégorique, par exemple, ou indirecte. Et par conséquent, plus personne ne pourra se réclamer du texte sacré pour être intolérant. Ces religions fondamentalistes, que ce soit le christianisme ou que ce soit l'islam ou que ce soit un certain judaïsme, ce sont chaque fois des pensées qui se réfèrent à un texte qui est considéré comme sacré et comme intouchable. Et c'est un peu risqué ce que je vais dire là, parce que je ne voudrais pas prétendre que l'Europe a de l'avance. Mais c'est vrai que cette situation fait un peu penser à la situation de l'Occident avant Erasme, c'est-à-dire un moment où justement le texte biblique était pris à la lettre, je simplifie, mais enfin quand même, est considéré comme doctrine intouchable. Et c'est au moment où des hommes ont commencé à dire « il faut interpréter », comme je le disais tout à l'heure, le texte pour y trouver la vérité la plus pure, la vérité d'amour de la religion, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à échapper au fondamentalisme et à la violence doctrinaire. Je crois vraiment que l'intolérance, c'est toujours un refus de penser et de repenser. Et la tolérance, elle est le fruit de la pensée, c'est-à-dire de cette tentative toujours recommencée de trouver l'humanité dans les textes sacrés. Et c'est pour ça que vous avez écrit que l'islam a besoin d'un Erasme. Oui, c'est cela même. Et je ne me serais pas permis de le dire si justement des penseurs du sein de l'islam ne le disaient pas aussi. Malheureusement, ils ne sont pas majoritaires, mais peut-être le seront-ils un jour. Mon père était un poète juif qui écrivait en yiddish. Et pendant la guerre, bien sûr, il écrivait tout ce qu'il pouvait pour aider à arriver à la victoire contre le nazisme qui exterminait son peuple, mon peuple. Et puis il était récompensé pour cela avec une balle dans la nuque. Parce que Staline
a décidé que c'est le temps d'avoir le juif assimilé 100%. Et lui, il écrivait en yiddish, donc voilà, c'est tout. Il me semblait que la colonne vertébrale même de cette modernité d'Erasme, pour moi-même et pour ma génération de nouveau, c'était la tolérance dans le sens très large. On peut avoir ses convictions. Si c'est nécessaire, on peut les défendre. Mais ce n'est pas nécessaire de tuer l'autre. C'était là, disons, l'idée assez vague, assez large. Mais c'est cette idée-là qui, à la fin des années 50, m'a mené à Erasme, qui, sauf l'éloge de la folie, n'existait pas encore à l'Union soviétique. J'ai écrit le premier livre en russe sur Erasme, qui s'appelait « Faites connaissance d'Erasme de Rotterdam ». Pendant 15 ans, je m'occupais d'Erasme de très près. Mei 1529. Ik moet Basel vaarwel zeggen. Basel dat mij van alle steden jarenlang de zoetste gastvrijheid heeft geboden. Ik zie mij genoodzaakt te emigreren. Ik ben bang dat de behandeling die men de heilige beelden ten deel laat vallen, een voorbode is van mijn eigen lot. Ik moet voor het doodsgevaar vluchten. Ik zal naar Freiburg gaan. Seit dem Mittelalter, seit Petrarca oder noch früher, seit Cicero, regen sich die Leute darüber auf, dass es a. zu viele Bücher gibt und b. und vor allen Dingen die Philosophen, Kant und Schopenhauer, ganz besonders. Die Philosophen haben immer gesagt, die Menschen lesen die falschen Bücher.
Wenn Sie die richtigen lesen würden, dann wären wir alle zufrieden. Aber Sie lesen immer die falschen Bücher. Meine Theorie ist, wenn die Welt immer die richtigen Bücher gelesen hätten, gäbe es keine Welt mehr. Dann wäre die Welt schon lange zerstört worden. Dass die Philosophen immer gedacht haben, dass man die falschen Bücher liest, das hängt damit zusammen, dass die Philosophen immer dachten, dass sie die richtigen Gedanken hatten. Aber das ist natürlich auch eine falsche Annahme. Und wenn wir, gerade wir, unsere Generation, zurückblickt auf die Philosophen meiner Jugend, die existieren gar nicht mehr. Mein Freund Marcuse, der Philosoph Adorno, die existieren kaum noch. Das heißt, die Akzeleration des Verbrauchs von Ideen nimmt auch zu. So dass ich nur sagen kann, jede Generation muss sich ihre Philosophen wieder erlesen. Ganz egal, ob das plötzlich die Antike ist oder ob das Erasmus ist oder ob das Immanuel Kant ist. Jede Generation muss neu anfangen. Quand j'ai trouvé un petit bouquin d'un certain historien de droit, justement de l'université de Bâle, qui s'appelait Guido Kisch, et qui a écrit la même année, l'anniversaire d'Erasme, 1969, un petit bouclette, je sais pas moi, 40 pages, pas plus, dans lequel il essayait de prouver que Erasme était un antisémite acharné, comme d'ailleurs Luther, le vieux Luther, ou bien Ulysses. Vous savez, avec cet amour, avec cette complicité émotionnelle et rationnelle que je sentis, que j'avais, je me sentis offensé par ce bouquin, offensé personnellement. Et j'ai essayé de répondre à cette accusation par ce livre Erasme et les Juifs. Les attaques antisémites, les mots injurieux vraiment existent chez Erasme. Mais ils sont empruntés par Erasme chez Saint-Augustin. C'est pas lui qui les a inventés. C'est la tradition chrétienne de 2000 ans. J'essaie de prouver dans mon livre que le mot juif, pour lui, ce n'est pas un juif comme moi, n'est-ce pas? Bon, comme moi, c'est comme Yossi de Rosheim, qui était le contemporain d'Erasme et qui essayait d'alléger le destin des juifs de son temps. Il dit, j'appelle judaïsme non l'impiété des juifs, mais la prescription qui concerne les choses extérieures. Par exemple, les vêtements, les aliments ou le jeûne, et qui rappelle les observances judaïques. Donc judaïsme, pour lui, ce que j'essaie de prouver, c'est plutôt judaïsme entre guillemets, c'est pas le vrai judaïsme, mais c'est les quelques us et coutumes chrétiens qui rappellent à lui les us et coutumes juifs. Thank you.
Ze overstromen de wereld met boeken. Ik wil niet eens zeggen met boeken van weinig gewicht, want die schrijf ik misschien ook. Maar met dwaze, ongeleerde, lasterlijke, schandelijke, dolzinnige, goddeloze en oproerige boeken. En de grote massa van deze geschriften doet het nut van werkelijk goede boeken verloren gaan. Zoals Erasmus nooit had kunnen voorspellen dat de boekdrukkunst tot deze proporties zou groeien. Van zo'n boekmeester zoals hij nu is, met die miljarden boeken. Kan ik in ieder geval niet voorspellen wat de nieuwe media zou doen. Het zal enorme invloed hebben. De naslagwerken, de grotere standaardwerken, die gaan eraan waarschijnlijk. Maar dit soort literatuur, dit soort standaardwerken, ik denk dat daar nog steeds een markt voor blijft in mooie boeken. Dus daar ben ik niet bang voor. En wat er verder gaat gebeuren, hoe ingrijpend het zal zijn, kan ik niet voorspellen. Almost anyone can present a text of any kind on the web for anyone to have access to. Those texts may or may not be edited. They may contain errors. They may be completely false, and they may be reprinted without permission. I think the lesson that can be learned from Erasmus is the importance to have publishers who will go back to original texts to make sure that they're correct, that have integrity in the way in which they distribute the information. And there's also a lesson, I believe, for readers or people who access the web, because they have to be aware that what they're seeing is not definitive, that it may or may not have been checked or edited, and they have to use their own sound judgment about what it is that they read. Weil das Interessante am Internet ist, dass wir alle damit zu tun haben, auch dann, wenn wir nicht unmittelbar damit arbeiten. Das heißt, es ist eine schleichende, eine unsichtbare Revolution. Der Buchdruck war die sichtbare Revolution. Plötzlich war die Vermehrung, die Akzeleration der Vermehrung der Zeichen so rapide über den Klerus hinaus, in die bürgerliche Gesellschaft, in die Pamphletliteratur. Das war die eigentliche Revolution, die Vervielfältigung von Ideen, die normalerweise der Kirche oder dem Staat vorbehalten waren. Jetzt haben wir eine Revolution, an der sich alle beteiligen können. Aber eine Revolution per Definition ist ja doch ein Aufstand einer Minderheit gegen eine andere Minderheit oder eine Mehrheit gegen Minderheit. Jetzt gibt es eine Revolution, die alle betrifft. Wir sind jetzt plötzlich alle Revolutionäre.
Festina Lente ist ja auch so ein wunderbares Wort, was in den europäischen Sprachschatz aller Länder eingegangen ist. Sogar ein Engländer versteht, was es sagt. Und ich glaube, es ist das Motto der ganzen Moderne geworden. Auf der einen Seite können Sie sich nicht verschließen der Akzeleration unserer Lebensverhältnisse. Sie können nicht sagen, ich mache nicht mit. Ich setze mich auf meinen Stuhl, ich heirate nicht, ich arbeite nicht, ich zeuge keine Kinder, ich beteilige mich nicht am Wirtschaftsleben. Das können Sie machen, aber Sie werden verhungern. Auf der anderen Seite gibt es zu viele Menschen, die in der Akzeleration mitlaufen. Das heißt, sie sind alle atemlos, sie sind alle vollkommen ausgepumpt. Und Festina Lente sagt ja doch nichts anderes, als ein Mittel zu finden, zwischen Verlangsamung und Beschleunigung zu vermitteln. Das Eile mit Weile ist genau die Vermittlung von zwei gegensätzlichen Bewegungen. Und wenn Sie das schaffen, das übrigens wäre ein schöner Name für einen Verlag, für einen europäischen Verlag. Jeder versteht ihn, das muss ich mir merken. Jeder versteht ihn und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Das ist Festina Lente. Augustus 1535. Ik heb me van Freiburg naar Basel gesleept om hier mijn leven te eindigen. Ik ben een man die van dag tot dag leeft en elke morgen de dood verwacht en er soms naar verlangt. Zo wreed is mijn lijden. Met moeite kan ik zonder gevaar een voet buiten mijn kamer zetten. En zelfs de voorzichtigheid van een ezel zou nog te onvoorzichtig voor mij zijn. Moi, j'ai envie de dire que personne n'a jamais prétendu qu'il suffisait de lire Platon ou la Bible d'ailleurs pour devenir bon. C'est vrai que ça ne suffit pas et que toute la culture du monde ne rend pas quelqu'un bon. Mais ce que je prétends aussi, et je ne suis pas le seul, je crois, c'est que la culture nous rend conscient du moment où on va cesser d'être bon. Je veux dire, elle nous rend plus conscients, tout simplement. Et on est plus responsable de ce qu'on fait si on est humaniste, dans le bon sens du terme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fera rien de mal, mais ça veut dire qu'on en sera responsable davantage. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Ça nous donne la possibilité de ne pas nous aveugler sur nous-mêmes. Je crois qu'il faut que chaque personne revive pour elle-même, font la pensée humaniste, la comprenne de nouveau pour pouvoir la revivre, que c'est une expérience, c'est pas un simple savoir, l'humanisme. Et puis, on l'a beaucoup contesté, comme je le disais, à cause de toutes les horreurs qu'on a commises en dépit de l'humanisme, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place, hein? L'humanisme n'a peut-être pas suffi, mais rien n'a suffi. La religion non plus n'a pas suffi contre la Deuxième Guerre. La philosophie, rien n'a suffi. Donc on ne va pas dire que plus rien ne vaut rien parce qu'il y a eu ces horreurs. Il faut seulement se dire, nous n'avons pas été assez humanistes, soyons-le encore plus. De laatste gang naar de dood is moeilijker dan de dood zelf.
Die Bestattung war sehr solennell, könnte ich sagen. Der Rat folgte dem Sarg, die Universität folgte dem Sarg, die Spitzen des Rates und ein großer Teil der Bevölkerung. Also die Ehre wurde ihm von ganz Basel erwiesen. Man nahm nun 1927 an, dass das Grab sich unmittelbar unter dem Epitaph befinden müsse. Und man fand hier ein gemauertes Grab. Die Knochen wurden untersucht 1927 und Professor Wertemann von der Universität Basel, der kam zum Schluss, dieser Erasmus habe Syphilis gehabt, wie es die Knochen zeigten. Und zweitens, der Schädel habe ein sehr geringes Volumen und sei rachitisch verformt, also ein sogenannter Turmschädel. Und das hatte nun Folgen. Dann kam ein weiterer, der sagte, ja, das sei ja so. Erasmus habe, um diesen Turmschädel zu kaschieren, in sein Beret eine Prothese eingefügt, damit man diesen unschönen Turmschädel nicht gesehen habe. Dann kam die große Münsterrenovation. Man hat hier archäologische Grabungen durchgeführt und den ganzen Boden dafür beseitigt. Auch dieses Grab hier mit dem angeblichen Erasmus wurde wieder geöffnet. Und dann kam hier eine zweite Bestattung zum Vorschein. Das Skelett schlecht erhalten, der Schädel, und das war nun ein großer Lapsus, war noch da. Aber als der Fotograf dieses Grab aufnehmen wollte, fiel ihm ein Objektiv, das er ausgewechselt hatte, ausgerechnet auf diesen Schädel. Und der ging in die Brüche, weil er schon sehr schlecht, in sehr schlechtem Zustand war. Also konnte man später diesen Schädel nicht mehr untersuchen. Aber auf diesem Skelett lag das Medaillon von Quentin Messais. Dann wurde ich also gerufen und sah da dieses Skelett mit dem Medaillon ungefähr an dieser Stelle. Die Frage, die mir gestellt wurde, war, was für ein Freund von Erasmus könnte hier bestattet sein mit diesem Medaillon, das man unterdessen identifiziert hatte. Hammerbach kann es nicht sein, der ist in der Kartause bestattet. Andere Freunde, die sich hier neben Erasmus hätten bestatten lassen, es waren nicht ausfindig zu machen. Und dann kam mir die Idee, ja, könnte das denn nicht Erasmus selber sein mit diesem Medaillon? Die schriftlichen Quellen zeigten dann, dass sein Grab mit größter Wahrscheinlichkeit in der Mitte der Marienkapelle lag.